Der Titel der heutigen Botschaft lautet Die Aussendung der ersten Missionare. Wer von euch ist ein Missionar? Jeder darf ein Missionar oder Missionarin sein. Amen. Ja, lernen wir den Glauben und den Geist dieser ersten Missionare kennen. Das ist der Text aus Apostelgeschichte, Kapitel 13, die Verse 1 bis 52. Der Leitvers ist der Vers 47. Wollen wir einmal den Leitvers gemeinsam lesen? Bitte. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Lieber Vater im Himmel, hab vielen Dank für diesen heiligen Sonntag. Danke, dass wir heute den Glauben und den Geist der ersten Missionare, Barnabas und Paulus, kennenlernen dürfen. Bitte stärke uns, dass wir auch unseren Geist erneuern und als geistliche Kämpfer und Kämpferinnen mit dir für die geistliche Erneuerung in dieser Generation zusammenarbeiten dürfen. Schenke uns bitte offene Herzen und ein persönliches Wort. In Jesu Namen. Amen. Wir danken Gott für sein Wort aus der Apostelgeschichte. Letzte Woche wurden wir durch den nicht aufhörenden Gebetsgeist der Gemeinde in Antiochia in Jerusalem ermutigt. Als die Gläubigen so beharrlich für Petrus beteten, der im Gefängnis festgehalten und von Soldaten bewacht wurde, da griff Gott durch einen Engel mächtig ein. Dadurch haben wir gelernt, dass das Gebet unsere mächtigste Waffe ist. Und unser lebendiger Gott ist viel mächtiger als jede irdische Macht. Darum wollen wir uns nicht vor gottlosen Lehren oder vor der Obrigkeit dieser Welt fürchten, sondern mit nicht aufhörendem Gebet Fürbitte einlegen, sowohl für die Leiter der Gemeinde als auch für die jungen Menschen. Ohne aufzuhören wollen wir beten, dass Gott durch 10.000 zweier Bibelstudium-Teams Jesu Jünger an allen 1.700 Unis in Deutschland, in Europa und bis in die M-Welt aufstellt. Heute lernen wir, wie durch Gottes Führung die ersten Missionare, Barnabas und Paulus, als Licht der Heiden ausgesandt wurden. Begleiten wir sie heute auf dem ersten Teil ihrer Missionsreise durch Zypern und bis hin nach Antiochia in Pisidien. Und lernen wir von ihnen, den geistlichen Kampf zu führen, um zweier Bibelstimmteams mit den jungen Menschen zu bilden und ihre Seelen für Christus zu gewinnen. Möge Gott jeden unter uns zum Licht der Heiden bis an die Enden der Erde gebrauchen. Amen. Teil 1. Barnabas und Paulus werden als Missionare ausgesandt. Die Verse 1 bis 12. Die Gemeinde in Antiochia war eine sehr einflussreiche Gemeinde. In dieser Gemeinde gab es Gläubige mit jüdischem, aber auch mit heidnischem Hintergrund. In Christus aber wurden sie eins und bildeten den Leib Christi für die Weltmission. Weil in Antiochia Bibellehrer und Propheten wirkten und das Wort Gottes fleißig studierten, wurden in dieser Gemeinde die Jünger zuerst Christen genannt. Sehen wir uns den Vers 1 an. Ja, lesen wir einmal Vers 1 zusammen. Bitte. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Wer waren diese Bibellehrer in Antiochia? Der erstgenannte ist Barnabas, der von der Muttergemeinde in Jerusalem nach Antiochia ausgesandt worden war. Simeon war ein Schwarzafrikaner, Lucius von Kyrene ein Mitbegründer der Gemeinde, Manaen war ein Jugendfreund von Herodes Agrippa, des gefährlichen Christenfeindes, der Johannes den Täufer enthaupten ließ. Und schließlich Saulus, später Paulus genannt, der auf die Initiative des Barnabas hin als ein kundiger Bibellehrer nach Antiochia gekommen war. Weil Jesus Christus der Mittelpunkt im Leben der Gläubigen war,
Und weil das Wort Gottes lebendig unter ihnen wohnte, konnten sie einmütig zusammenarbeiten und eine einflussreiche Gemeinde für die Weltmission bilden. Sehen wir uns Verse 2 und 3 an. Lesen wir auch diese Verse zusammen? Bitte. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus, Barnabas und Saulus, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Barnabas und Saulus waren tüchtige und kundige Bibellehrer. Als die Gläubigen dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus, Barnabas und Saulus, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Hier sehen wir, dass der Heilige Geist nicht nur eine schöne Gemeinschaft stiften, sondern vielmehr die ganze Gemeinde für die Weltmission mobilisieren wollte. Als der Heilige Geist klar und deutlich sprach, Barnabas und Saulus als Missionare auszusenden, sagten die leitenden Mitarbeiter der Gemeinde nicht: Das muss ein Irrtum sein. Die beiden brauchen wir unbedingt bei uns. Sofort fasteten sie. Sie beteten. Sie legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Die Gemeinde von Antiochia war eine Gemeinde mit gebendem Geist für die Weltmission. Sie hörten, was der Heilige Geist sprach und gehorchten seiner Orientierung. Sie beteten und segneten Barnabas und Saulus und sandten sie zum Missionsdienst aus. Als die Gemeinde dem Heiligen Geist gehorchte, gab es Gottes mächtiges Wirken. So wuchs die Gemeinde zur einflussreichen Weltmissionsgemeinde. Sehen wir einmal, wie mächtig Gott durch die beiden Missionare Barnabas und Saulus wirkte. Wir wollen die Verse 4 bis 7 gemeinsam lesen. Bitte. Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleucia, von da zu Schiff nach Zypern. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus, der war bei dem Statthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Ja, danke. Zuerst setzten die Missionare von der Hafenstadt Seleucia mit dem Schiff nach Zypern. In der Stadt Salamis verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Unterstützung erhielten sie durch Johannes Markus. Sie durchzogen schließlich die ganze Insel bis nach Paphos, ganz im Westen gelegen. Die ganze Insel zu durchziehen war für die Missionare kein Urlaubsausflug. Sie kämpften tagtäglich, dem Wort Gottes zu gehorchen und einen Hoffnungsträger zu treffen, mit dem sie ein zweier Bibelstudiumsteam bilden konnten. In Paphos trafen sie auf einen Juden, der im Dienst des Statthalters Sergius Paulus stand. Sie mussten aber feststellen, dass dieser ein falscher Prophet und ein Zauberer war. Lesen wir noch einmal den Vers 7 gemeinsam. Der war bei dem Statthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Doch es gab Gottes Wirken in dem Statthalter. Dieser war ein verständiger Mann und er rief die beiden, um das Wort Gottes zu hören. Der geistliche Kampf von Barnabas und Paulus wurde belohnt. Endlich konnten sie das erste Zweier-Bibelstudium-Team bilden. Wow! Als sie das Bibelstudium mit Sergius Paulus begannen, da hatte aber der Feind und Widersacher Gottes, der Satan, schon seine Hände im Spiel. Sehen wir uns den Vers 8 an. Da widerstand ihnen der Zauberer Elimas, denn so wird sein Name übersetzt, und versuchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Die geistliche Realität ist es, damals und auch heute,
dass wenn ein Mensch Interesse am Wort Gottes hat und mit dem Bibelstudium beginnt, der Teufel seine Hebel in Bewegung versetzt, um diese Person vom Glauben abzuhalten. Sie gaben ihren Hoffnungsträger aber nicht einfach auf, sondern voll Heiligen Geistes kämpften sie den geistlichen Kampf. Lesen wir einmal die Verse 9 bis 11. 9 bis 11, bitte. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, sah ihn an und sprach: Du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn, und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Um einem Menschen, Sergius, zu dienen, führten Paulus und Barnabas einen entschlossenen geistlichen Kampf. Mit der Kraft und mit der Vollmacht des Heiligen Geistes wies Paulus den falschen Propheten zurück. Du Sohn des Teufels, du Feind aller Gerechtigkeit. Tatsächlich wirkte Gott mit Saulus zusammen, sodass der Zauberer mit Blindheit geschlagen wurde. Er wurde von Gott schachmatt gesetzt. Und wie wirkte Gott in dem Statthalter? Sehen wir uns Vers 12 an. Als der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Hier lernen wir von Barnabas und Saulus den entschlossenen geistlichen Kampf zu führen. Mit unserer eigenen Kraft ist nichts getan, wir sind gar bald verloren, so singen wir jeden Morgen in dem Lied 351. Arbeiten wir mit Gott und mit der Kraft des Heiligen Geistes einmütig zusammen. Kämpfen wir mit dem Wort Gottes, welches schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Kämpfen wir in diesem heißen Sommer aktiv mit der Kraft des Heiligen Geistes, um 2er Bibelstudium-Teams mit den jungen Menschen zu bilden und die Veränderungsmacht des Wortes Gottes in den jungen Menschen zu erfahren. In diesem Teil haben wir das Missionswerk von Barnabas und Paulus auf Zypern kennengelernt. Sie durchzogen die ganze Insel und kämpften mit Gott zusammen, um einen kostbaren Hoffnungsträger, Sergius Paulus, zum Bibelstudium zu führen. Dann dienten sie ihm mit dem lebendigen Wort Gottes und kämpften gegen die Attacken des Teufels und führten den Statthalter zum Glauben an Jesus. Lasst uns die Irrlehren des Zeitgeistes mit dem Glauben, mit dem Hirtenherzen und in der Kraft des Heiligen Geistes zurückweisen, indem wir 2er Bibelstudium-Teams bilden und Jesu Jünger an jedem Campus aufstellen.